nichts passiert. So beginnt jeder Kaffeesatz bei Gamona am Montag. Montag, wir haben Montag, oder? Mhm. Wir haben Montag. Ja. Montagmorgen. Mhm. Yay, Montag. Und wir sind diesmal nicht nur nicht zu zweit, was in letzter Zeit schon eine Ausnahme bei uns ist. Nicht nur sind tatsächlich sowohl der Gregor als auch die Nasti als auch der Leo hier jeweils versammelt, also bei sich versammelt und dann als Gruppe versammelt, sondern... Das war kompliziert. Ja, ich habe das versemmelt, sozusagen. Wir haben auch noch einen Gast. Ja. Gast, sag was. Gast? Ein Gast? Was? Wo denn? Ich sehe niemanden. Hallo? Und jetzt spielen wir Was bin ich? Jeder Zuschauer kriegt ein Schwein da und dann machst du jetzt eine typische Handbewegung. Mach mal bitte eine typische Handbewegung, Anne. Anonymer Gast. Super, das ist ja super gelaufen. Meine typische Handbewegung. Vorname Anne, Nachname, ich glaube sowas wie Wernicke oder so. Ja, ne? Sowas. Ja. Sowas wie Wernicke. Ihr kennt sie, wenn überhaupt, von Giga Games. Ja, wenn dann da. Wenn dann von Giga Games oder vielleicht woanders. Aus meiner dunklen Vergangenheit. Deine dunkle Vergangenheit? Ja. Zwielichtige, das Nightlife dunkle, leg dich besser Hamburger nicht mit dir Kiez an. Vergangenheit. Oh. Bom, bom, bom. Nein. Ja, wir haben uns einmal mehr zusammengefunden. Und wie ihr merkt, ist die Schwachsinnsgrenze schon mal wieder äußerst niedrig angesetzt. Also wir tolerieren da sehr viel. Ja. Und normalerweise, Anne, kennst du das Format? Nicht wirklich, das nein. Das ist der Part, an dem du ja sagen musst. Natürlich, weil ich jede Folge höre. Ach, der Gamona Kaffeesatz. Aber ja, natürlich kenn ich nicht. Ich lüge doch nicht so gern. Ich habe jede Folge. Das Ding ist halt, dass ich keine Podcasts generell, also ich habe sehr wenig Zeit für Podcasts, deswegen höre ich fast keine. Ich hatte erwartet, dass du dir jede Folge auf VHS überspielt hast. Auf VHS, ja. Ja, ja. Oder auf Betamax, je nachdem, welches von den beiden Formaten du bevorzugst. Oder Video 2000. Oder Laserdisc. Oder Laserdisc. Voll Laser, Alter. Oh mein Gott, it's so radical. Normalerweise treffen wir uns hier am Montag, sind furchtbar hundemüde. Ja. Trinken ja. Kaffee. Zumindest das trifft auf heute zu. Ja, trinken Kaffee oder wahlweise Tee. Ja. Und quatschen darüber, was wir so am Wochenende oder vielleicht auch innerhalb der letzten Woche gemacht haben, was wir gespielt haben, was wir gesehen haben, was wir gelesen haben, wen wir gefühlt haben und so weiter und so fort. Wow, das besprechen wir sonst nicht. Ich kann mich auch an sowas nicht erinnern. Warum jetzt letzte Woche, als ich nicht da war? Also wenn wir beide beieinander sind, dann finde ich, hört man durch, ob wir uns fühlen oder nicht. Das klingt sich aus. Nein. Und also lasst uns doch, fangen wir doch mit Anna an. Ja, Anna, erzähl doch mal was. Anna. Wow. Was ich gelesen habe, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Es ist so. Fangen wir so an, kannst du lesen? Nein! Und da haben wir auch schon das Problem. Nein, jeder Tag ist ein neuer Tag und dann vergesse ich gerne, was ich am Tag davor gemacht habe. Das ist so mega traurig. Weisheiten für Abrisskalender. Aber ich kann euch erzählen, dass ich aus dem PlayStation Network mir Olli Olli runtergeladen habe. Olli Olli 2. Olli Olli. Es hat einen fantastischen Soundtrack. Das ist mir zuallererst aufgefallen. Okay, das ist gut. Hilf mir mal auf die Sprünge. Ich bin mit Olli Olli nicht Skateboard. So vertraut. Danke, soweit habe ich es mir fast gedacht. Skateboard. Das Schlüsselwort Skateboard. Ist Skateboard. Wie ist Olli Olli so? Ist das ein eher arcadiges Skateboard-Spiel oder wie ist es strukturiert? Was ist das so? Ist das irgendwie halt lustig und schnell? Oder? Es ist lustig und schnell. Du musst verschiedene Tricks machen. Du darfst nicht auf die Fresse fallen. Du musst so viele Punkte sammeln, wie es nur geht. Mhm. Nee, aber wir hatten ja in den letzten Jahren viele Skateboard-Spiele, die versucht haben, so ein bisschen realistischer zu sein. Oder ja, versucht nee, haben, das geht in eine ganz andere Richtung, würde ich sagen. Also du siehst ja im Grafikstil allein schon, dass es nicht auf Realismus baut. Tue ich nicht, weil wenn ich dich angucke, sehe ich den Grafikstil nicht. Deswegen Schade, frage hier, ich. In meinem Gesicht spiegelt er sich wieder. Meine Güte, das ist auch schon ganz schön verfremdet, oder? Und es ist tatsächlich eher sehr simpel, 2D, auch komplett Sidescroller-mäßig aufgebaut und kannst halt nicht vergleichen mit irgendwie Skate oder Tony Hawk, es halt geht halt in eine andere Richtung, ist halt wirklich rein Highscore-Jagd. Okay. Und es ist cool, also man entwickelt einen Ehrgeiz, sagen wir mal so, und die Mucke ist auch fantastisch, habe ich ja eben schon gesagt, es passt alles irgendwie perfekt. Was ist perfekt. Das für eine Mucke? Ja, was soll, ja. Typische Skater-Punkrock-Mucke? Nee, eigentlich nicht. Es ist mehr Beats-lastig. Ja. Das ist Crazy Taxi. Also es ist auch ja, weil Crazy Taxi ja kein bisschen mit Surf, mit Skateboard-Spiel auch nur ansatzweise zu tun hat. Schon allein von der ganzen Ästhetik her. Nein, es heißt doch Taxi.
Sick Burn, ja, damit hast du mich natürlich. Es sind halt keine Lizenztitel oder so wie bei Tony Hawk, sondern es ist halt wirklich sehr melodiös, sehr beatlastig, wenig Text. Hast du gerade melodiös zu mir gesagt? Ja, melodiös. Hi. Hi. Man kann melodiös nicht ohne Leo buchstabieren. Warte, kann man wirklich nicht. Also, wenn man die Buchstaben mal rasiert. Olli. Olli. Das war kostenlos. Ist das nicht schön? Für PS Plus, ne? Ja. Geilo. Voll geil. Muss ich auch nochmal runterladen. Ich habe in letzter Zeit bei PS Plus irgendwie ein paar ganz nette Angebote gehabt. Die gehen ganz schön schnell. Ja. Ich habe auch bei der PlayStation 3 dieses Sherlock Holmes Dings gespielt. Hm. Aber ich weiß noch nicht, was ich davon halte. Ich weiß einfach nicht, ich bin so ein Detektiv und dann bin ich in London und dann. Wann kriege ich meine Schrotflinte? Hast du schon mal nach einer langen Zeit wieder auf der PS3 gespielt? Nein. Das fühlt sich ganz komisch an. Ich habe die entstaubt und hingestellt. Ja. Und dann habe ich es runtergeladen. Und dann nein, diesen Controller in die Hand genommen und das war super merkwürdig. Und vor allen Dingen läuft Sherlock auch erst, wenn du angetippt hast und nach vorne drückst und dann fängt er an zu laufen. Das ist super. Um welches Spiel geht es denn? Crimes and Punishment? Ja, genau. Ja. Das gab es auch im Sommer. Hätte ich auch Bock, aber ich wollte irgendwie nicht meine PS3 wieder raussuchen. Nee, nicht raussuchen, sie steht noch da, aber irgendwie, keine Ahnung. Ich mochte das Spiel richtig gerne. Es war letztes Jahr tatsächlich eine meiner höchsten Wertungen, glaube ich, sogar. Echt? Es hat 87 und Gold Award und alles, weil es mir richtig gut gefallen hat, weil es das ist tatsächlich das erste Spiel, was ich gespielt habe, wo du nicht kombiniere Eimer mit Kuh. Oh, du erhältst Milch. So, das sind typische Adventure-Rätsel, aber sie sind für Sherlock Holmes eigentlich total unwürdig und passen nicht. Aber was du in dem Spiel halt machst, ist, du sammelst immer mehr Fakten zu deinem Fall und dann das eigentliche Rätsellösen passiert tatsächlich in Holmes Kopf, sodass du die Fakten miteinander verknüpfst zu so einem Konstrukt. Ja, das habe ich auch schon gesehen, ja. Und das finde ich halt cool, weil ich finde, das ist ein wesentlich besseres Sherlock-Holmes-Gefühl. Also ich habe mich dann wirklich so in dieser Sherlock-Holmes-Rolle gefühlt und knifflig. Und dann gibt es mehrere Möglichkeiten, wie der Fall ausgehen könnte, welcher erscheint die am plausibelsten und so. Ich fand das cool. Das eigentlich klingt echt nach einem Spiel von mir. Also für mich. Von mir? Das klingt wie eins von diesem Spiel von mir. Ja, ich habe da so einige entwickelt. Nein. Anne W., Spieldesignerin. Weil ich ja ein riesen Crime- und Rätsel-Fan bin. Mhm. Vielleicht sollte ich mir dann doch mal das geben. Ich würde es dir sehr empfehlen. Also ich habe es auf Steam gespielt, das ist auch gut. Also wenn du dann auch. Aber es gibt es ja jetzt umsonst. Oh, Verzeihung. Ja. Lass sie verzeiht mir nicht. Ihr könnt es nicht sehen, aber sie indigniert den Kopf, während sie die Augen zuhört, damit sich auch gar kein Blickkontakt aufbauen kann. Oh je. Ja. Also, Olli und Sherlock Holmes. Und? Was Cooles gesehen? Oh, und? Mir fällt noch was ein, was immer geht. Diablo 3. Diablo 3? Fantastisch. Hast du wieder reingespielt, jetzt anlässlich der Season? Oder? Ja. Nee, mein Freund war zu Besuch und er liebt Diablo 3 und dann haben wir gedacht, geil, starten wir wieder, weil er hatte seinen Charakter dann von seiner PS4 auf meine PS4 quasi importiert. Ihr spielt die Konsolenversion. Sorry. Ja, aber darüber muss ich nochmal nachdenken, ob ich das so akzeptiere. Und wir haben sehr viel Spaß. Wir haben auch schon dieses bescheuerte Regenbogenland entdeckt. Ah ja. Was mega geil ist mit den Einhörnern und Teddys, die dann so. Was? Quasi. Reden wir vom selben Spiel? Es gibt ein Geheimlevel. Wow, ich sollte doch mal Diablo spielen. Das sieht fantastisch. Original aus wie Glücksbärchen, bloß dass du die alle abschlachtest. Es ist super. Wow. Es ist super. Es hat richtig viel Spaß. Das gab's ursprünglich mal, war das an so eine komische Kondition gekoppelt, wo du Zutaten sammeln musstest und bla. Und mittlerweile ist es auch ab und zu einfach so ein Zufallslevel in den Herausforderungen und so. Weiterreden. Ihr wisst schon, dass der Song kein Ende hat? Ihr sitzt jetzt hier nicht den Rest des Tages und singt. Der Podcast hat dann auch kein Ende. Was hast du dagegen? Fuck, jetzt hab ich's auch. Wenn irgendjemand einfach nur reinspringt in den Podcast und diese Stelle hört, der macht sofort wieder aus. Ja. Oder spätestens macht er jetzt aus, wenn er auch gehört hat bis hierher. Wenn jemand an den Anfang springt und hört man ja auch sofort wieder aus. Was ist das für eine Argument? Hast du gehört, wie wir angefangen haben? Ich hab's schon wieder verdrängt. Wie sieht's beim Rest der Bagage aus? Ich hab Orange is the New Black angefangen zu gucken. Aha. Ist cool. Das hast du am Freitag gemacht, du hast gelogen. Was? Du hast Freitag auch gesagt, irgendwie du hast Wochenende. Ja, hallo. Das Wochenende fängt schon am Freitag an, wenn wir noch arbeiten. Das kann man ja auch ein bisschen ausweiten. Wir reden ja manchmal auch über die Sachen. Doch, das war das. Er wollte nur blablabla machen. Er wollte nur blablabla. Genau das war's. Orange is the New Black. Also Frauenknast-Serie mit starken lesbischen und dramatischen Untertönen.
Ganz kurz zusammengefasst? Ja, naja, ich dachte erst, dass ich nicht reinkomme, weil die Protagonistin sehr blond und zugeknöpft ist. Aber dann wird sie ziemlich cool. Aber dann knöpft sie sich auf und es wird auf einmal spannend. Ja. Es ist auch, ich finde es immer wieder toll, dass das Kriterien mitzukriegen. Ich dachte, da komme ich nicht rein, weil die Hauptdarstellerin blond ist. Und zugeknöpft. Ganz zugeknöpft. Ist auch sehr wichtig. Ja. Richtig. Ja, aber zuerst hat sie blond gesagt. Das scheint das Wichtigere zu sein. Oh, ist der blond, abschalten. Nein, aber sie war so ein bisschen, oh, sie war eben so eine Tussi, die auch immer ganz, ganz darauf achtet, was sie kauft und wie sie was kauft und so Etepetete und ja. Anstrengend halt einfach. Ja. Nee, aber ich verstehe das. Ich gucke Game of Thrones nicht, weil es mit dem Buchstaben G beginnt. Es ist, wir haben alle unsere Kriterien. Das ist in Ordnung. Ja, ja. Also, ich verstehe. Wie weit bist du? Ich bin jetzt schon bei Staffel 2. Okay. Folge irgendwas, ich weiß es nicht. Okay. Aber schon weit. Ist cool. Macht Spaß. Also wenn man nichts gegen Frauen, Lesben und Frauenknast hat, was jetzt nicht Frauenknast. Frauenlesben und Frauenlesben. Frauenknast. Ja, dann sollte man angucken. Ist halt nichts, jetzt erfindet nichts neu oder so, aber es ist unterhaltsam. Das muss ja auch nicht jeder sehen. Das ist ja. Ich höre auch immer wieder gute Sachen von der Serie, dass sie sehr intensiv sein soll und charakterlich sehr gut und besser warst du dich gerade? Nein, der Teebeutel hat mich angespritzt. That's what she said. Sicher? Digga, kannst du dieses Elend durchbrechen mit dem, was oh, ich habe auch Hotline Miami gespielt. Oh, echt? Sehr gut, ja. Das erste Mal? Sehr gut. Ja, auf der Vita. Und, sag... Sag mir bitte, dass dieses Spiel fucking großartig ist. Ich weiß, dass es fucking großartig ist, aber bitte sag's nochmal. Es macht auch echt Spaß. Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass das. Also, es spielt sich auch gut auf der Vita, finde ich. Mhm. Ich habe es vorher nur auf PC gespielt und hätte Schwierigkeiten gehabt, damit das so umzusetzen mit Controller. Aber geht gut. Mhm, cool. Ist cool. Anlässlich also Hotline Miami habe ich dann auch noch eine Sache, wenn wir zu mir kommen und was ich getan habe. Du bist doch gleich. Ja, aber ich nehme an, dass wir über das Thema ein bisschen länger reden können. Also, soll ich vorher schon sagen, ja, was ich gemacht habe, und dann gehen wir raus und du machst einen Monolog. Nein, nee, das nicht. Okay, sagen wir so, anlässlich Hotline Miami, ich habe es endlich geschafft, Drive zu gucken, tatsächlich. Okay, gut, das dauert wirklich eine Weile. Ja, ja und... Ihr könnt es nicht sehen, aber gleichzeitig machen sie so ganz langsame Augenzuschläge. Wisst ihr, von der sarkastischen Art, von der man sich denkt, okay, ich höre jetzt lieber auf zu reden. Ja, ich habe mir Drive angeguckt. Hintergrundgeschichte für alle, die das noch nicht wissen, ist, dass Gregor und so ein bisschen auch Nasti mir das schon oft empfohlen haben und in letzter Zeit immer wieder darauf gedrängt haben. Was heißt empfohlen? Wir haben dich gezwungen. Ja, so würde ich das nicht sagen. Guck das war das alles noch. Wir haben gesagt, Leo, wenn du den Film nicht guckst, wirst du entlassen. Ja, aber das ist ja nicht so richtig eine Drohung, das ist ja mehr ein Angebot. Da hat er einen Punkt, ja. Nein, also nachdem ich dann Gregor dafür gerügt habe, dass er tatsächlich bei der Filmempfehlung ungefähr 30 Stunden von Ryan Gosling geschwärmt hat, anstatt auch nur einmal Carey Mulligan zu erwähnen. Oh. Oder also wirklich, oh, Ryan Gosling ist toll, Ryan Gosling ist so super, ich liebe Ryan genau Gosling. So ich gesagt, also, genau so habe ich gesagt, genau so. Genau so. Und er hat nicht mal 5 Sekunden gespart. Und übrigens, Carey Mulligan spielt auch die Bibel. Aber ansonsten, ja, Ryan Gosling. Ja, und überhaupt, Bryan Cranston und Albert Brooks. Und das ist ein toller Cast. Fantastisch. Warum? Wie fandest du denn den Film? Hot. insgesamt sehr, sehr gut. Sehr unterhaltsam. Ästhetisch hat er mir sehr gefallen, weil eben diese schöne... Ja, deswegen Hotline Miami, ne? Das hat so ein bisschen diese 80er-Jahre-Noir-Ästhetik, ja. So mit den ganzen Synthesizern und Soundtrack. Übrigens, ihr braucht den Soundtrack ganz dringend, der ist fucking awesome. Ich finde auch, was so schwelende Spannungen angeht und sowas, ist der Film super. Ich finde, er ist das, was er erzählt, also die Erzählweise, diese sehr subtile, ruhige, die dann pointiert hochgeht und so weiter, das ist geradezu meisterhaft. Und ich werde diesen Film nicht noch ein zweites Mal gucken, ehrlich gesagt. Also er hat mir richtig gut gefallen und sowas. Es ist einer von diesen Filmen, die beim zweiten Mal garantiert nicht mehr so wirken wie beim ersten Mal. Ich glaube, das kann man mit Fug und Recht behaupten. Und insgesamt ist er mir dann doch... Ich kann mir nicht vorstellen, dass das damals kein Filmkritiker geschrieben hat. Also verzeiht mir bitte den Klischeesatz. Aber ironischerweise ist Drive die eine Sache, die der Film nicht hat, tatsächlich. Es ist eigentlich nur...
plätschern, plätschern, plätschern und dann dunk. Immer so pointenweise, brutale Höhepunkte, von denen sich ein, zwei dann innerhalb des Schemas, das sich dann etabliert, auch so ein kleines bisschen hervorsehen lassen. Also bei, ich mache gerade eine Geste und die wissen, was ich meine, war ich dann zum Beispiel nicht mehr überrascht oder sowas. Da wusste ich dann, oder bei der ganz finalen Szene, da dachte ich mir, war mir dann auch schon klar, was dann passiert. Und dieses pointierte Schockierende kommt insgesamt unheimlich gut, schafft einen guten Kontrast zur ansonsten relativen Ruhe, vor allem der ersten Hälfte des Films und so. Wäre der Film länger gegangen, hätte sich das Schema ein bisschen abgenutzt. So war es genau richtig und so. Und insgesamt finde ich aber den Film dann doch ein bisschen zu nicht langweilig, aber so langgezogen. So ein bisschen, er ist halt so, er braucht, um in die Gänge zu kommen, und wenn er in die Gänge kommt, dann ist das so bum, 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 Feuerwerk. Und das ist eine Struktur, da fühle ich mich nicht die ganze Zeit unterhalten, sondern denke ich mir am Anfang so, wow, ja, cool, subtile Stimmung und so, und dann wird das durchbrochen. Und deswegen ist das so eine Sache, also mein Lieblingsfilm wird das nicht, aber es, also ich fand ihn wirklich richtig gut. Ich hatte richtig viel Spaß und fantastische Darstellerleistungen und sowas. Und ich mag auch, was ich super finde, ist diese absolut minimalistische Erzählweise. Da wird ja kein Wort zu viel gesagt oder sowas. Das ist wirklich immer nur, wenn sich was mit Bildern erzählen lässt, dann erzählt der Film es auch mit Bildern und sowas. Und das finde ich zum Beispiel ganz toll, diese minimalistische Erzählweise und sowas. Also, toller Film. Ich danke sehr, sehr für die Empfehlung. und ich glaube, bei mir war vielleicht auch so ein bisschen, ich wusste halt im Vorfeld, dass der Film zwischendurch strukturell so einen Bruch macht, dass, weil du hattest zum Beispiel erzählt von einer Freundin, die so dachte, oh ja, ein Ryan Gosling. Nicholas Sparks. Ja. Nein, das war ich, der das gesagt hat. Ja, und dann, ja, du sagst sowas auch immer. Und dann, wenn der Film dann seine Kehrtwende macht sozusagen und alles den Bach runtergeht, dann entfernt sich so weit von einer romantischen Komödie, wie man sich von einer romantischen Komödie entfernen kann. Und und dadurch, dass ich wusste, dass dieser Bruch irgendwann passiert, war vielleicht auch der Schockmoment dann nicht mehr ganz so oder so. Wenn man ganz frisch reingeht und noch gar nicht weiß, was man von dem Film halten soll. Aber das ist mittlerweile nach, wie lange ist der Film raus? 3-4 Jahre, ist das natürlich dann auch nicht mehr so richtig möglich. Also, ja. Nee, aber richtig cooler Film. Ich gucke mir bestimmt auch nochmal an, aber jetzt, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jemals in die Stimme komme und sage, oh, jetzt gucke ich mir nochmal Drive an. Doch, die kommt. Glaub mir, die kommt. Ja, bei dir vielleicht. Ja, täglich 3-mal. Aber. Ja, eben. Das ist, also du bist da gar nicht in der Lage, irgendwas Qualifiziertes sozusagen. Nein, aber zum Beispiel, wenn irgendwie mal ein Filmabend ist und Leute sagen, hey, lass uns vielleicht nochmal Drive gucken, weil die Stimmung cool ist oder so. Was machst du am Wochenende? Oder heute? Drive gucken. Gut. War der Plan. Nein, heute spiele ich dann anlässlich von Drive Hotline Miami 2. Und auch gut. Yeah. Sehr schön. Hoffentlich. Weil auch Hotline Miami 2 ist brutal und hat 80er-Ästhetik. Aber kein Ryan Gosling. Mm. Ich spiele mit Mod, wo alle Charaktere aussehen wie Pixel Ryan Gosling. Sorry. Oh Mann. Ja, Drive, toller Film. Ich empfehle ihn auch hier in der Dreiergruppe dann ab jetzt sehr, sehr gerne weiter. Also da draußen guckt, gefällt Drive, wenn ihr ihn noch nicht kennt. Ja, und auch wenn ihr ihn kennt. Gregor, was hast du gemacht, außer Drive zu gucken? Frankenweenie geschaut, zum ersten Mal. Frankenweenie, Klassiker von Tim Burton. Ja, aber ich habe die Neuauflage geschaut von 2013, glaube ich, kam die raus. Und kenne auch das Original gar nicht, muss ich sagen. Mhm. Und hatte viel Spaß, aber es war halt auch ein Tim Burton-Film so. Hab mir gar nicht viel zu sagen. Ist halt nett gemacht, süß und halt technisch großartig. Nee, der Punkt bei Frankenweenie ist natürlich, eigentlich ist er der erste Tim Burton-Film ursprünglich mal. Wann kam der eigentlich? Das war einer ja ganz früh. Mhm. Also es war zusammen mit so Kurzfilmen wie Vincent oder sowas, das waren so ganz früh. Und da war die Tim Burton-Ästhetik schon sehr etabliert, aber eben auch noch neu. Und das ist sie mittlerweile nur halt einfach gar nicht mehr so, ah, cool, ein Tim Burton-Film. Das ist so der Effekt. Mhm. Ja, also niedlicher Film. Nassi, du fandest ihn traurig? Ja, aber es ist halt auch, weil es ein Hund ist und der stirbt. Aber der lebt dann doch wieder. Ja, aber Spoiler. Das ist super traurig. Ah. Ich kann keine Filme gucken, wo Hunde sterben. Das macht mich traurig. Du hast dir gerade ein Buch gekauft, das heißt Der Kruzifix-Killer. Was? Oh, ja, aber da geht es um Menschen. Menschen sind Nassi scheißegal. Ja, Nassi geht es nur um Hunde. Eben. Das ist, wenn da steht, der Kruzifix-Hundekiller, dann... Außerdem finde ich den deutschen Titel auch so super schlecht gewesen. Es klingt wie so eine X-Faktor-Folge. Ja. Das ist so, und jetzt, wo vorher noch so schön anmoderiert wird, so diese war, so wenn man sie so dreht und jetzt kommt die neue Folge, der Kruzifix-Killer. Das ist so ganz mit schlechter Beleuchtung und die Kamerafahrt ist immer so drehend gefilmt. Oh, ich habe das gern geguckt. Ich auch. Sonntagmorgen. Ich sehe direkt Jonathan Frakes Bart vor mir, wie er mich fragt, kann das wirklich passiert sein?
ist es wirklich möglich, dass ein Kruzifix lebendig wird und Leute umbringt? Oder haben wir unsere Autoren zu Hause gerade drauf? Einen X-Factor-Podcast machen. Ja. Nein, sollten wir nicht. Doch. Wir würden alle gerne, aber ich glaube, die Welt ist ein besserer Ort, wenn wir es nicht tun. Nein. Ich komme mal hier so rum. Hallo. Und guck mal so. Guck mal. Ja, nee, ansonsten bin ich furchtbar müde. Ah. Ihr wahrscheinlich auch alle. Ich bin heute früh frisch aus dem Flugzeug gestiegen. Gestiegen. Das ist Präteritum Komparativ 2 von Steigen. Das ist ja bloß in den Kopf zu schütteln. Steiger. Wer von uns hat hier Germanistik? Wer von uns hat Germanistik studiert? Deine Plastikwand. Was passiert da gerade? Ich hat gerade einfach in meinem Kopf Krieg gemacht. Und, ja, Leo hat ein Schlüsselwort gesagt, das in mir etwas auslöst. Auslöst. Das ist ein Insider-Gag, der für Podcast-Hörer wahrscheinlich nicht sehr unterhaltsam ist. Es lügt doch nicht so dreist. Doch, tut mir wirklich leid. Nur mir leid. Ist okay, ich find's nicht schlimm. Ja, was geht drüben bei unseren Freunden von Giga Games? Was macht ihr da Schönes? Irgendwas, worauf wir uns freuen können? Irgendwas, worüber wir schon reden können? Ja, wir haben sehr viel Interaktion geplant. Mit euch da draußen vor allem. Ich habe zum Beispiel einen Videoaufruf gestartet, dass die Leute mir doch bitte sagen sollen, was sie von Vorbestellern-Boni halten und ob sie generell Spiele vorbestellen und warum sie das tun. Und das werde ich dann halt alles zusammenschneiden zu einem riesigen, kontroversen Diskussionsvideo, damit die Leute auch mal gehört werden und nicht nur wir gehört werden. Ja, in die Richtung gehen wir jetzt. Und Martin hat zum Beispiel seine Sorgen zum neuen Zelda in ein Video verpackt. Ist die Hauptsorge, dass es nicht schnell genug rauskommt? Nein. Nee, er hat tatsächlich Angst vor dem offensichtlichen Open-World-Charakter, den das Ganze haben soll. Mhm. Und meint, das tut der Reihe nicht gut. Und er fordert immer noch eine Sprachausgabe, endlich für Zelda. What? Kontrovers. Ja, genau. Und, auch eine für Link? Also, ich meine. Er hat auch eine. Ha, ha, ha. Das ist eine Sprache. Ich bin übrigens der Synchronsprecher für Link, wenn du das gemerkt hast. Ja, ich spreche nur die Hühner und die Töpfe, die du gemacht hast. Ja, das ist das, was so in nächster Zeit passieren wird. Coole Sache, das. Ja. Ansonsten, wir waren kürzlich bei euch im Top-Montag. Ja. Top-Montag. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Uns hat es sehr viel Spaß gemacht. Es hat uns auch so moderat Spaß gemacht, ja. Nun. Aber ja, vor allem sollten wir mal gucken, ob wir das in Zukunft wieder hinkriegen, ja, weil das war eigentlich total lustig. Das war cool. Ich fand das auch toll. Und es war umso lustiger, als dass keiner von uns die Spiele kannte, weil offenbar Martin die Liste vollkommen allein gemacht hat oder so. Die Welt braucht einen Skies of Acadia 2. Ein Skies of what? Also saßen wir original alle da, bis auf Martin. Ich hatte glücklicherweise Martin neben mir und konnte ihn dann fragen. Ja, und so. Siehst du. Aha, ja, okay, ja. Nicken, Und ja, so ist das halt, wenn man irgendwie eine große, was heißt große, aber wenn man relativ viele Leute hat, die alle ihren Senf dazugeben wollen, was in die Liste soll, dann kommen da auch mal Spiele rein, die vielleicht nur einer kennt, aber die, an denen sein Herz hängt. Quasi. Und so passiert es dann, dass halt Martin da sitzt und sich ausschüttet darüber und alle anderen gucken ihn an mit Fragezeichen in den Augen. Ja. Das läuft halt so. Aber es ist auch schön, wenn man Spiele, durchaus auch Spiele, die vielleicht nicht so im öffentlichen Bewusstsein sind, so ja, lieb klar. geworden hat und wenn man darüber ein bisschen upraven kann und Sichi. So. Sichi? Sichi. Sichi. Ich fällt gerade ein, ich habe letzte Woche tatsächlich noch Resident Evil Revelations 2 gespielt in der ersten Episode. Und was nun? Resident Evil Revelations 2 ist ein Spiel. Mann. Tut mir leid, ich lass die hübschen Damen jetzt singen. Nein, Damen, sprich dich aus. Wie ist es denn? Weil ich bin eigentlich auch ziemlich. Gespannt. Es ist gut. Hattest du den ersten Teil gespielt? Welchen ersten Teil? Ja, Revelations 1. Das für eine Frage ist. Oh, Resident Evil Revelations 2. Hattest du den ersten Teil gespielt? Welchen ersten Teil? Ich glaube, du redest von den Episoden, deswegen habe ich gerade. Nein. Sorry. Nein. Ich meinte. Nein. Den Vorgänger. Nein. 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 Also nein.
Nein. Nein. Verstehe. es basiert natürlich auf dem mittlerweile sehr etablierten Resident Evil 4 Grundgerüst mit der üblichen Perspektive und bla und natürlich der etwas actionlastigeren Ausrichtung. Aber es ist bei Weitem nicht so schlimm. Ich mache jetzt Anführungszeichen in der Luft. Das könnt ihr da draußen nicht hören, aber ich meine Anführungszeichen. Nicht so schlimm wie in der Hauptreihe, sondern sie versuchen durchaus eine Gruselstimmung aufzubauen und sowas. Ich weiß ja nicht. Ich finde, an dieser Stelle der Episodencharakter stört mich ein bisschen. Es ist bei Telltale ja schon ein zweischneidiges Schwert. Nimmt Überhand, oder? Ja. Ja. Und aber bei Telltale kann ich es mir halt noch vorstellen. Da kann man wirklich... Man unterhält sich mit Freunden über die Story und die nutzen ja die Zeit dazwischen auch tatsächlich noch für Entwicklung und sowas. Hier machen sie es nicht. Hier ist das Spiel komplett fertig und sie veröffentlichen es einfach nur in Episoden. Und hoffen auch, dass sich Leute innerhalb der 2 Wochen zwischen den Episoden total austauschen, über die Story von Resident Evil austauschen. Ja. Hey, hast du bei dem Rätsel das rote oder das blaue Emblem eingesetzt? Das ist... Bei Resident Evil interessiert sich keine Sau für die Story. Und auch wenn die Story mittlerweile wirklich besser ist, als sie noch in der Anfangszeit der Reihe war, wo es dann doch sehr albern und sehr hanebüchen war, und mittlerweile tatsächlich so eine Art ja, Torture-Porn-Saw-Krimi so passiert und so, ist es halt trotzdem nichts, worüber ich irgendjemandem erzähle. Hm. Hey, hast du Resident Evil Revelation 2 gespielt? Überraschung, es kommen zombieartige Monster vor. Das ist halt... So passiert es halt nicht. Und bei Telltale ist es halt irgendwie erstens ein Kompromiss, der hinhaut. Und zweitens ist dieses sich miteinander austauschen, ist tatsächlich im Kernkonzept vorhanden, würde ich mal sagen. Ja. Und hier ist es aufgesetzt und unnötig und es zerstört einfach nur die Spielstruktur. Das finde ich ein bisschen schade. Zudem hat das Spiel in sich nochmal eine Zäsur, weil du spielst mit 2 Paaren von Menschen. Erst mit dem einen Paar und dann mit dem anderen Paar und dann wechselt das in der Mitte. Und irgendwas. Aua. Ja. Was passiert da? Ich habe gerade meine Finger gebrochen, deswegen ist das so ein bisschen. Und das sorgt noch für eine zusätzliche Zäsur und es fällt mir nicht leicht, eine Beziehung zu diesem Spiel aufzubauen. Ja, aber wie wär's denn jetzt, wärst du komplett in einem Wisch rausgekommen? Wär's dann cooler, meinst du? Ich hab's ja noch nicht durch, das kann ich dir nicht sagen. Aber es wird auch passieren. Es wird eine Retail-Version geben, ja, die halt an einem Stück kommt. Das stimmt. Und die Folgen erscheinen halt in relativ geringem Abstand zueinander. Also es ist jetzt auch nicht so... Ja, aber ich check's halt auch nicht. Nee, ich rauf's auch null. Ich hab bei Capcom nachgefragt. Ich hab denen geschrieben und hab gefragt, was der genaue Grund ist. Und ich meine, ja, für den ganz genauen Grund müsstest du halt den Produzenten fragen. Wir wissen nicht ganz genau. Aber eben dieser Episodencharakter soll Interaktion zwischen den Spielern und Spannungsverhältnisse und natürlich... Das haben sie nicht gesagt, aber das ist ziemlich offensichtlich. So bleibt das Ding länger in der Presse und im Umlauf und ja, solche Sachen. Wie du ja schon gesagt hast, es funktioniert halt nicht. Das ist ja nicht so, das Interesse ist ja nicht da wie bei Telltale, dass du sagst so, oh, wofür hast du dich denn entschieden? Oder dass du im Internet schaust vielleicht so, wenn ich das und das gemacht hätte, was wäre dann rausgekommen? Ja. Oder so. Das passiert ja dann nicht. Das ist sehr richtig. Du kannst ja nicht sagen, okay, was es wäre, wenn ich diesem Monster erst ins Knie geschossen hätte und dann im Kopf. Sowas fragst du dich nicht. Ich frage mich nach jedem einzelnen Zombie, ob ich noch ein guter Mensch bin. Nein. So, hätte ich das wirklich tun sollen? Ich mache immer erstmal 3 Minuten Denkpause und dann wische ich mir die einzelne Träne aus dem Auge und gehe zum nächsten Zombie. So spiele ich Resident Evil. Ja, nein. Nein, und nein. Nein, Leo. Nein, tust du nicht. Einfach nein. Und jetzt sei still. Ja. Nein, und ouch. Erzähl, was wolltest du sagen? Du bist ja immer an Koop interessiert und so. Ja, ich hätte das gerne in Couch-Koop, weil mir hat Resi 6 sehr gut gefallen im Couch-Koop. Ich habe aber nur das mit Leon und Helen, wie hieß sie? Ich habe keinen Plan. Ich habe Resi 6 nicht gespielt. Deswegen das ist okay. Aber mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich habe es mit meinem Bruder zusammengespielt und das war echt unterhaltsam für eine Nacht. Okay. War spaßig. Hat Spaß gemacht. Klingt cool. Ganz gut. Es gab doch, soll nicht irgendeine Release-Version kommen mit einem Offline-Koop? Ich dachte, sowas gelesen zu haben. Ja. Ich habe keine Ahnung. Also wenn ja, dann kannst du es dir definitiv geben. Es ist ein schönes Resident Evil, jetzt nicht spektakulär, ist nicht gerade so, meine Güte, das habe ich in der Reihe noch nie gesehen und es ist das beste Resident Evil seit 4. So ist es nicht. Mhm. Aber es ist stimmungsvoll, es ist durchaus auch actionreich, es gibt Sachen zu, also Umgebung zu erforschen, Rätsel zu lösen, Sachen zu sammeln und sowas. Und es funktioniert. Das ist wirklich nichts Charmantes, was man über ein Spiel sagen kann, aber es funktioniert. Aber es hat keinen Ryan Gosling. Bist du immer noch bei Drive, mein Fresse? Ich war nie weg da. Weißt du, Gregor sitzt seit 20 Minuten da. Wann kann ich wieder was? Aber das ist kein Ryan Gosling. Geschafft. Und nächste Woche hört ihr als Gast im Kaffeesatz Ryan Gosling. Wenn wir das hinkriegen, dann
Dann fällt Gregor in Ohnmacht. Aber Ryan Gosling fängt mich ja auf. Und im Hintergrund hört man leise, I can be your hero, baby. Oh Mann. Oh Mann. I can kiss away the pain. Was passiert hier gerade? Ach, wenn wir sowas machen, dann was passiert hier gerade, wenn ihr beide in den absoluten Obergacker-Modus von Mikro geht, dann ist es ganz normal. Wir sind lustig. Ja, wir sind lustig und die nicht. Und wir sind nicht betrunken. Ich glaube auch. Was? Ja. Was? Leichtes Würgen ins Mikro. Kaffeesatzende, würde ich an der Stelle sagen. Roboter aus. Roboter aus. Anna, irgendwie sehr schön, dass du hier warst. Irgendwie. Gerne. Irgendwie. Aber auch nur irgendwie. Ja, auch irgendwie ein bisschen mehr. Es ist immer schön, mal jemand anderen hier zu haben als die beiden Knalltüten. Wir waren ja jetzt die letzten Male immer eher alleine alle irgendwie. Separat. Das stimmt. Und dafür, dass wir absolut keine Zeit und kein Privatleben haben, haben wir doch wieder einiges zum Erzählen gefunden. Das stimmt. Ja, ich bin auch überrascht. Siehst du. Ich bin auch überrascht darüber, dass ihr Nerds irgendwas gemacht habt. Nein, ich rede von mir selbst. Ja, du Nerd. Ich habe ja auch keine Zeit und kein Privatleben. Deswegen bin ich überrascht, dass es trotzdem Sachen gab, über die man sprechen konnte. Siehst du. Siehst du? Sehe ich. Montag. Kaffeesatz, Gamona. Das beste Outro der Welt. Nächsten Montag wieder. Und dann mit weniger Leuten. Mit weniger Anne. Mal gucken, wie wenig wir diesmal werden. Wenn das nächste Mal einer von uns alleine da sitzt, dann... Ja, und Leo, wie war dein Wochenende? Ja, ansonsten muss ich noch mal Majora's Mask weiterspielen. Ja. Und Monster Hunter, habe ich nämlich noch ganz viel gespielt am Wochenende. Hm. Ich bin und tatsächlich bin in Monster Hunter überraschenderweise ein kleines bisschen weitergekommen, aber nicht so viel natürlich. Hm. Ja, sollten wir uns dringend mal austauschen, aber nicht unbedingt hier, denn wir reden hier schon viel zu oft über Monster Hunter. Ja. Es wird langsam. Gewöhnt euch dran, liebe Leute, weil es wird noch ein bisschen dauern. Ja, es ist mittlerweile so eine Art Monster Hunter Podcast. Ansonsten hören wir uns nächste Woche. Wenn es euch gefallen hat, dann... abonniert uns auf Twitter und folgt uns auf YouTube oder andersrum. Sowieso. Und guckt auch unbedingt auf Giga Games vorbei, wo die liebe Anna hochwertigen Content produziert und einige spannende Sachen in der Pipeline hat. Bis nächste Woche. Haut da rein. Tschüss.